geht ab, Leute? Vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und damit willkommen zurück zu einer Folge Subnautica! Ja, und wieder mal schön, dass ihr mit dabei seid. Irgendwie ist euch mal aufgefallen, dass die Viecher aussehen, als wenn sie eine Gasmaske auf hätten. Das ist aber 100%, auch dieser Rüssel, den die da haben, guck ich den mal an. Der sieht aus, das ist wie eine Gasmaske. Haben die sich auf jeden Fall von inspirieren lassen. Das ist mir noch nie so klar gewesen. Irgendwie voll nice. Und dann... Egal. Auf jeden Fall. Ja, unsere Gizmo 2, die natürlich noch nicht so heißt, aber unsere Seemotte ist ja wieder einigermaßen repariert. Und ich würde behaupten, ich würde sagen, wir fangen mal so langsam aber sicher an, uns mal so eine erste kleine Basis zu bauen. Denn wir haben ja schon den Plan für die Andockbucht. Was ich auf jeden Fall gerne machen würde, um die Seemotte noch ein bisschen weiter auszurüsten, damit wir tiefer damit tauchen können. Weil die Seemotte ist definitiv elementar, um auch ein wenig weiter in die Tiefe vorzustolpern. Und das bedeutet, dass wir zumindest mal schauen sollten, dass wir uns hier irgendwo mal häuslich einrichten. Ich bin mir noch nicht so sicher. Ich habe ja mal gesagt, ich würde mir gerne was suchen. Richtig schön tief irgendwie, wo es eine geile... Bei diesen schwebenden Inseln zum Beispiel. Da weiß ich aber noch nicht so ganz genau, wo die sind. Und da sind relativ viele Schnapper. Daher habe ich darüber nachgedacht, ob wir die Base nicht erstmal noch woanders bauen. Oh, ich wusste gar nicht. Das habe ich in den Kommentaren gelesen. Dass man seine Fluchtkapsel auch wieder aufbauen kann. Rumpfintegrität. Okay, die Frage ist, was hat mir das jetzt so hardcore-mäßig gebracht, das jetzt zu reparieren? Dass es hier ein bisschen heller ist? Kommunikationsrelais. Ah. Oh, okay, aber gut, die haben wir doch schon gehört. Die haben wir doch schon auf dem Schiff gehört, wenn ich mich nicht irre. Ja, auf jeden Fall ist es heller hier drin. So viel ist schon mal klar. Was ich auf jeden Fall mal machen kann, ist dieses Zyklop-Energieeffizienzmodul abzulegen. Denn das brauchen wir nun mal gerade nicht wirklich. Was wir brauchen, ist eine ganze Menge Titan. Einfach, damit wir... weil ich möchte mir gerne... Was haben wir denn hier? Ich würde mir gerne erstmal so ein Fundament natürlich bauen. Dann würde ich einfach mal so einen Mehrzweckraum dahin klatschen, was ja schon mal reicht. Ich meine, wir müssen ja noch unsere Tour zur Insel machen, um uns die ganzen Pflanzen zu besorgen. Das können wir in dieser Folge vielleicht sogar noch machen, denn das würde uns auf jeden Fall schon mal sehr viel weiterhelfen, was Nahrung und so angeht. Weil da müssen wir nicht die ganze Zeit jagen gehen und hast du nicht gesehen. Das wäre ziemlich cool. Ob es nicht tatsächlich Sinn macht, sich zumindest hier schon mal so einen Mehrzweckraum einzurichten und von hier aus dann zu operieren und zu sagen, ey, alles klar, jetzt gehen wir unsere richtige fette Basis bauen, denn das Ding da ist einfach zu klein. Ich meine, okay, es ist jetzt gerade Nacht. Das könnten wir... Boah, Alter, wie das immer halt noch hart am Ruckeln ist. Normalerweise dürfte mein PC einfach nur müde gähnen bei diesem Scheiß-Game. Ah, da ist was. Okay, da schwimme ich jetzt erstmal hin. Du willst... Was? Du willst mich beklauen? Du willst mich... Hey, das ist meins! Wo bringst du das hin? Ach so läuft das hier. Ja, jetzt mach mal einen Abflug, Kollege. Das ist nämlich ma... Du Ficker. Warte mal, ich muss das einsammeln. So. Jetzt schnell. Oh, nice, dankeschön. Oh, dieser kleine Wichser, ey. Geht der einfach hin und klaut sich das Stück, was ich haben wollte. Okay, wir gucken jetzt natürlich trotzdem noch weiter, denn ich brauche noch mehr davon. Wir brauchen eine ganze Menge. Zumindest damit wir schon mal die Fundamente bauen können. Ach, guck mal, hier liegt doch... Oh, da liegen sogar noch zwei Stück rum. Ist ja voll nice. Und die Andockbucht, die bauen wir nämlich direkt daneben. Das Schöne ist in dem Spiel, können wir nämlich hingehen und das einfach abbauen und wir bekommen unsere Rohstoffe sofort zurück. Heißt also, wenn wir umsiedeln wollen, ist das überhaupt gar kein Thema. Also müssen wir ein bisschen aufpassen. Wie sie mir jedes Mal die Dinger klauen wollen. Das gibt's doch gar nicht. Hallo, ich möchte das bitte gerne einsammeln. Wo bringt er das jetzt hin? Hallo. Okay, lässt er das jetzt hier fallen? Nice. Ja, komm, du... Ja, du kannst mich mal am Arsch lecken. Ey, verpiss dich. Verpiss dich. Aua, hey! Oh! Ey, ich habe nur noch 31 live.
Okay, ich, wahrscheinlich ist mein Inventar eh voll. Ich verpiss mich mal kurz. Wo ist meine Rettungskapsel? Da. Ich habe gerade gesehen, mein Inventar ist noch total voll. Da passt auf jeden Fall noch was. Ich brauche noch mehr. Ich brauche richtig viel Titan. Jetzt mal ganz im Ernst. Das geht sonst nicht. Weil sonst, ich habe jetzt keinen Bock, jetzt hier stundenlang jedes Mal hin und her zu schwimmen. Nur weil ich... mir fehlt noch ein Titan, Mami. Wenn, dann sammle ich das jetzt alles. Aber ich finde auf jeden Fall, dass das Spiel übertrieben schwerer... Ja, das heißt übertrieben, aber spürbar schwerer geworden ist. Dadurch, dass einfach die Teile so mega aggressiv sind. Da zwei Stück sind da. Einsammeln und wieder rein in die Motte. Ja, so müssen wir es nämlich machen, sonst werde ich hier echt zerfickt. So, ich habe jetzt auf jeden Fall mal das ganze Titan umgeswitcht. Beziehungsweise den Schrott in Titan umgewandelt. Und was ich auf jeden Fall brauche, ist natürlich ein Fabricator. Einen Shot brauche ich natürlich, also so eine Luke, damit ich einsteigen kann. Aber ich habe mir auf jeden Fall schon den richtigen Platz ausgesucht, den ich haben möchte. Und der befindet sich in dieser Richtung. Wenn ich denn jetzt richtig schwimme. Ja. So, in die Richtung. Habe ich mir schon was ausgesucht. Das ist, ein Stückchen muss man. Ich finde es auch ganz geil, wie riesig diese Algen hier sind, ne? Aber das ist in diesem roten Feld tatsächlich. Ich weiß nicht, wie krass das jetzt bei Tageslicht ist, ob man da noch relativ viel erkennen kann. Aber es gerade ging es eigentlich ganz gut klar. Wo ich nämlich gerne mein Teil hinbauen würde, ist hier drauf. Und zwar exakt hier. Ja, hier würde ich mir gerne meine Base hinbauen und dann eventuell auch mit so einzelnen Sachen verbinden. Weil ich finde, das sieht ganz cool aus auf diesen Dingern hier. Und man kann auch so ein bisschen noch was sehen. Hier schwimmen diese komischen Walviecher rum. Das finde ich persönlich sehr nice. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Oh. Die schwimmen natürlich auch hier rum. Müssen wir ein bisschen aufpassen jetzt. Von daher würde ich sagen, wir setzen unser Hauptding einfach mal hier oben hin, weil da unten werden die uns nur auf den Keks gehen. Wobei die Fläche natürlich auch da unten ein bisschen größer ist. Ich meine, hier lebe ich natürlich gefährlich, ne? Wenn ich hier, Oh, shit! Oh, fuck, ey. Warum sind die so aggressive, Mann? Das ist richtig hart nervig. Okay, dann baue ich mir vielleicht doch lieber meine... Ist das das Pilzbiom? Oh, cool, das ist das Pilzbiom, ne? Nice, hier haben wir doch alles, was wir brauchen, um geilen Scheiß zu sammeln. Dann setze ich mich einfach hier hin. Ey, da ist schon wieder so ein Hai. Egal, ich finde den Platz aber sehr nice. Von daher setze ich mich jetzt einfach hier hin. So, jetzt bauen wir hier unser Fundament hin. Oh, hier. Ja, ich will das ein bisschen so bauen, dass das nicht scheiße aussieht. Weil ich will nicht, dass diese Säulen in der Luft schweben. Ich meine, wie sieht das denn aus? Können wir ein bisschen weiter hier hin vielleicht? Na, was ist das? Wie sieht das aus? Warte mal. So? Sieht das cool aus? Boah, doch. Ja, doch, sieht nice aus. Bauen wir das mal zu Ende. Sehr cool. Da haben wir das erste nämlich schon. Perfekt. Aha, ich wollte gerade sagen, wo sind jetzt die Standfüße hin? Ja, aber komm, ey, das sieht doch ganz nice aus. Ja, ein paar kleine Fehler hier. Ich bin ja so ein krasser Autist, was das angeht. Nämlich würde ja schon diese kleine Ecke hier stören, aber drauf geschissen einfach. Ich finde, es sieht sehr cool aus. Und ich finde, wir haben einen schönen Ausblick hier. Finde ich auch. Ja, das kann was. Ich glaube, hier könnten wir uns unser erstes Ding hinbauen. Oh, komm, hier, Mehrzweckkorridor. Oh, der passt ja nicht gerade da drauf, ne? Oh, ja, fuck off. Warte mal, ne, das mache ich anders. Boah, ich bin echt so behindert, was das angeht, ne? Aber scheiß drauf, ich mache es jetzt einfach so und setz das jetzt hier drauf. Ja, dann steht das jetzt halt... Ich finde es halt kacke, warum kann man das nicht direkt auf die Mitte drauf platzieren? Das ist sowas von low, aber egal. Ich finde, so sieht's. Ja, es sieht zweckmäßig aus. Es sieht ganz cool aus. Ja, wir glauben jetzt einfach, wir vertrauen jetzt einfach mal darauf, dass die Statik exakt genau so funktioniert, dass es so geht. Aber das passt schon. Ich finde, das passt schon. Wir müssen hier auf jeden Fall nachher noch eine Signalboje oder sowas platzieren. Wir müssen noch eine Luke haben. Können wir die auch hier drunter setzen vielleicht? Nein, das geht nicht. Okay, dann setzen wir die Luke aber auf jeden Fall hier hin. Weil sonst ist es ein bisschen strange. Ich würde sagen, wir machen es so. Dann sieht es sogar noch ein bisschen cooler aus. Oh, guck mal hier.
Zack. So, ich finde, das hat was. Ich finde, das kann schon was, ne? So hier, so über dem Abgrund, finde ich es eigentlich ganz nice. Dann können wir hier unsere Beete hinmachen und so. Und ein bisschen Gefahr haben wir auch um uns rum. Aber wir sind auf jeden Fall direkt in einem Biom, wo man auch ganz gut Sachen farmen kann. Und was wir jetzt auf jeden Fall brauchen, ist Silbererz. Da muss ich jetzt tatsächlich auch mal so ein bisschen noch die Augen offen halten. Vielleicht habe ich ja Glück und finde hier was. Und lass mich jetzt nicht die ganze Zeit nerven hier von irgendwelchen Viechern. Was ist das denn? Gold. Ja, Gold ist auch okay. Das brauche ich auch für diesen Computerchip und sowas. Aber, oder beziehungsweise für den erweiterten Kabelsatz und so. Aber nichtsdestotrotz wäre Silber mal echt nicht verkehrt. Da vorne ist noch ein Brocken. Vielleicht ist da noch was drin. Gucken wir mal. Und was haben wir hier? Nehmen wir Silbererz. Nice. Da reicht aber eins nicht. Da müssen wir noch ein bisschen mehr haben. Und ich guck mal kurz, was das da ist. Denn vielleicht ist das schon das Schubkanone. Jawohl, ja. Damit haben wir die Schubkanone voll. Sehr gut, haben wir das auch geschafft. Aber jetzt müssen wir uns aber noch ein bisschen auf die Suche nach Silbererz machen. Weil nachts ist das immer so eine Geschichte. Was haben wir hier? Titan. Ja, wow. Okay, ich sollte mal kurz mal was trinken hier. Ja, perfekt. Und vor allen Dingen muss man sich dann halt auch wirklich merken, wo die Base ist. Weil, also Signalboje ist auf jeden Fall definitiv vonnöten. Sonst finde ich das ja nie wieder. Oder wir parken da beispielsweise nachher unser U-Boot immer. Das geht natürlich auch. Aber nichtsdestotrotz wäre es halt nice, wenn wir das wiederfinden. Was haben wir hier drin? Ist das Gold? Kupfer. Hilfe! Mami! Oh! Oh, 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 das war knapp. Huh, Hilfe. Ey, kommt, Leute, das könnt ihr nicht mit mir machen. Ich brauche doch nur ein bisschen Silbererz noch. Könnt doch jetzt nicht hingehen, dass ich hier stundenlang nach der Scheiße suchen muss. Was ist denn das hier überhaupt für ein Fragment gewesen? Modifizierung statt... Habe ich davon schon alles? Ich glaube schon, ne? Oder? Ja, okay, Scheiße, hatte ich schon. Wie ich hier aber auch keine Steinchen mehr finde und gar nichts. Guckt euch das mal an, hier ist ja überhaupt nichts mehr. Ich meine, ich schwimme jetzt mal so langsam aber sicher zurück zu meiner Base. Weil ich glaube, dass ich genug Silbererz habe. Zumindest hier. Ja, ich guck nochmal hier rein. Vielleicht ist hier noch was. Aber ich glaube, da haben wir gerade so ein Arschloch am. Ne, okay, pass auf. Ich guck jetzt mal hier rein. Vielleicht haben wir ja Glück mit Silbererz. Was ist das? Oh, Titan! Boah, was natürlich richtig behindert ist, ist, ich brauche einen Computerchip und einen Kabelsatz. Und dafür braucht man insgesamt dreimal Silbererz, aber ich habe nur zweimal, Mann. Oh Mann, jetzt muss ich immer noch ein Silbererz sammeln, ey. Das ist, Silbererz ist sowas von dermaßen selten einfach nur. Aber es ist echt so, das ist richtig nervig. Und ich bin schon da am Ersaufen, am Dehydrieren und muss wieder was zu essen haben. Und oh, jetzt muss ich mich erstmal darum kümmern. Ja, Freunde, also kümmere ich mich dann doch jetzt erstmal darum. Oh, Freunde, ich habe das Silbererz jetzt nochmal schnell gefarmt. Hab's im Inventar. Heißt also, wir können uns jetzt eben unseren Fabricator bauen. Aber ich darf nicht vergessen, ddass ich die Tischkorallenprobe mitnehme. Die, ich glaube, war hier drin. Da ist sie, jawohl. Tischkorallenprobe. Warte. Da waren doch noch mehr drin. Jetzt sag mir nicht, ich habe nicht genug Tischkorallenproben. Dann raste ich aus! Das kann nicht wahr sein. Moment. Wie viel braucht man dafür? Für diesen... Okay, ich mache jetzt erstmal den Kabelsatz. Ja, dann haben wir schon mal das... dieses scheiß Silbererz weg. Wie viel brauche ich? Zweimal! Und ich hab das nicht! Das gibt's nicht! Zweimal und einmal Quarz. Okay, ja, ich hab's nur einmal. Schön. Ich brauch's aber zweimal. Okay, dann, das war doch relativ easy. Quarz war doch hier sowieso wie Sand am Meer. Und den ganzen anderen Scheiß habe ich doch an diesen Röhren bekommen, oder? War das nicht sogar das hier? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, daran hatte ich es probiert, aber daran ging es doch nicht, oder? Doch! Jawohl, Tischkorallenprobe. Und jetzt gib mir einen Quarz, Mann. Mehr brauche ich doch gar nicht. Quarz war doch hier en masse. Weil, ich sollte tatsächlich, glaube ich, sogar noch mal ein oder zwei Quarz mehr sammeln. Denn wir brauchen ja auch Energie. Und Energie bekommen wir natürlich, indem wir Solarmodule dahinsetzen. Und dafür brauchen wir Glas. Und Glas bekommen wir... Scheiße, ich werde mal ein bisschen Titan fallen lassen.
Weil scheiß drauf, davon finden wir so oder so noch mehr als genug. Weil ich brauche echt Quarz. Mehr als genug. Da liegt ein Kreaturenei. Das kann ich jetzt aber nicht mitnehmen, weil ich nicht mehr genug Platz habe. Salz brauchen wir jetzt gerade auch mal nicht. Wo haben wir denn noch ein bisschen Quarz, Freunde? Wo haben wir denn noch ein bisschen Quarz? Das ist auch Salz. Was ist das hier? Ach ja, stimmt, das ist dieser Pierschatzzahn. Den braucht man auch für irgendwas Abgefahrenes oder so, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, du! Was für eine Entfernung triggert man dich denn? Ja, jetzt komm, hau mich, du Ficker! Oder ist er abgehauen? Er ist abgehauen. Oh, da habe ich aber Glück gehabt. Da habe ich nehme auf jeden Fall noch so viel Quarz mit wie geht. Haben wir noch Platz? Einen haben wir noch. Da war doch gerade noch Quarz. Jawohl, perfekt. Sehr gut. Perfekt. Ist das noch was? Ist das noch was, was wir brauchen? Ist das noch was Geiles? Ne, Seegleiter haben wir schon. Heißt also auf, zurück und den ganzen Scheiß bauen. Also überprüfen wir nochmal kurz, ob wir alles haben, was wir brauchen. Oh, geil! Nice, wir können sogar schon einen Battery Charger bauen. Oh, sehr cool. Für einen Schrank brauche ich Titan und Quarz. Okay, dafür sollte ich... Und für so einen fetten Schrank Titan und Glas... Ich sollte vielleicht noch mal ganz kurz, sobald ich da den ganzen Kram sehe, noch mal Quarz mitnehmen. Ah, Titan und Quarz. Ich dachte, man braucht Titan und Glas. Scheiße. Aber gut, dann machen wir aus dem Glas, machen wir dann einfach Wandschränke. Drauf geschissen. Ist doch easy. Aber ich muss dann trotzdem noch mal eben ganz kurz ein bisschen Quarz mitnehmen. Und dann können wir hingehen und unsere Butze mal so ein bisschen einrichten. Quarz, da unten ist doch schon welches. Perfekt! Boah, jetzt habe ich so ewig lange gebraucht für den ganzen Kram. Ich würde sagen, dann werden wir die Insel auf jeden Fall erst in der nächsten Folge besuchen. Weil ich muss ja, weil die Insel gab ja auch relativ viel noch zum Scannen, weil da gab es ja diese Beete. Und da können wir ja erst die Pflanzen reinsetzen. Wir müssen ja auf jeden Fall den Blueprint für die Beete finden. Boah, scheiße, bin ich jetzt schon dran vorbeigeheizt. Oh, shit. Oder war das hier oben? Fuck! Ich bin dran vorbeigefahren, oder? Wo ist meine Base? Nein! Jetzt hab ich nicht aufgepasst. Fuck! Ich brauche unbedingt diese scheiß Signalboje, Mann. Oh, ich bin voll falsch gefahren. Übertrieben falsch. Ich bin genau in die falsche Richtung geheizt. Ich muss da rüber. Ich muss hier rüber. Hier hinter dem Hügel ist, glaube ich, das Feld. Wo die Base war. Boah, jetzt sag mir nicht... Oh. Kann man denn nur so falsch fahren? Ja, auf jeden Fall müssen wir diese Indoor-Growing-Beete da finden. Und da können wir erst unsere Palmen reinsetzen, weil diese Früchte waren so hart lukrativ, was Nahrung anging und so. Das war schon sehr nice. Komm, an die beiden Dinger erinnere ich mich doch. Unsere Base ist doch... Da vorne ist sie. Da ist unsere Base. Nice. Boah, geil, jetzt kann ich eigentlich den Fabricator da reinbauen. Das ist definitiv sehr viel entspannter als alles andere. So, wir parken jetzt hier schön. Dann gehen wir hier rein. Ich hoffe, dass das den Druck jetzt auch aushält. Was war? Energie 0. Okay, das war natürlich klar. So, jetzt setzen wir uns erstmal unseren Fabricator hier an die Wand. So, schön mittig. Nein, das ist nicht mittig, du Wichser. Das ist nicht mittig. Komm her. Ich will das genau mittig haben, Mann. Nein, das sieht auch uncool aus. Hallo. Es kann aber nicht so schwer sein. Nein, das ist auch falsch. So finde ich das gut. So finde ich das in Ordnung. Nice. Perfekt. Und dann würde ich sagen, bauen wir jetzt hier oben drauf natürlich noch schön unsere Solarmodule, die jetzt auch einen eigenen neuen Skin bekommen haben. Die Solarmodule setzen wir jetzt schön hier außen dran, damit die schön Energie speisen können. Machen wir mal ein bisschen schneller jetzt gerade. Ja, nice. Ah, oh, fuck, jetzt wird es natürlich jetzt direkt schon... Ey, wie behindert sieht das denn aus? Die schweben ja, das sieht uncool aus. Primary Systems online. Ja, jetzt wird es natürlich gerade Nacht, das ist scheiße. Aber ihr wisst, ich bin halt einfach so, dass ich will, dass das alles perfekt aussieht. Das sieht nice aus, so soll das sein. Sehr schön. So, Solarmodul drauf und fertig ist die Kiste.
So, 8 Energie, 9 Energie. Na immerhin, das ist ja schon mal was. Dann können wir jetzt hingehen und noch unseren... Da war's nicht mit genug quasi. Egal, ich baue mir jetzt einfach hier noch so einen geilen Wandschrank hin. Kann ich den hier irgendwie noch daneben stellen? Nein. Wieso geht das nicht? Wow, ich kann ihn da vorstellen. Nee, das will ich aber nicht. Kann ich den auch nicht hier neben? Dann muss ich ihn halt hier hinstellen. Scheiß drauf. Ich kann den nicht mehr so schön nah an die Wand stellen. Warte mal, das gucke ich mir jetzt aber mal an. Ey, wie weit muss der bitte im Raum stehen? Ah, okay, so. So. Ja. Ja, okay, gut, dann machen wir es halt so. Mein Gott, kommt der halt hier an die Wand. Haben wir noch mehr Glas? Können wir noch einen bauen? Nice, wir können noch einen bauen. Sehr schön. 3 Stück passen natürlich nicht dahin, daher bauen wir nur 2. Oh, nein, nicht so. Okay, so sieht nice aus. Da, ja, perfekt. Wunderbar, das machen wir. Sehr schön. Mehr können wir nämlich jetzt auch nicht bauen. Perfekt. Sehr geil. Dann kann ich da nämlich jetzt schon mal mein ganzes Quarz reinpacken, was ich noch habe. Wobei, so viel ist es gar nicht mehr. Einfach mal rein damit. Das Gold auch. Das Kupfererz da rein. Den Druckkompensator können wir auch erstmal noch da reinschmeißen. Das Signal auch. Scheiß drauf. Erstmal alles sortieren können wir später. Fenster können wir noch nicht. Dafür müssen wir uns erstmal noch mal ein bisschen mehr Glas holen. Aber ich finde, so für den Anfang ist es schon ganz nice. Von hier aus können wir auf jeden Fall operieren und weiter in die Tiefen gehen. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ja, ihr dürft natürlich auch wie gerne in den anderen Folgen gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und ja, nächste Folge begeben wir uns mal auf die Insel und besorgen uns mal was zu fressen und bauen uns diese Undock Bucht für unsere Seemotte, ja, weil das sollte relativ easy zu sammeln sein und dann können wir nämlich auch schon direkt in tiefere Tiefen vorstoßen. Bis dann wünsche ich jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Tag, macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüssi!